Meine Pure Alloy Serie hier neu auf der Musikmesse 2017. Neben mir steht der Stefan und er erzählt euch jetzt mal, was es dazu zu sagen gibt. Jawohl, hallo. Zu der neuen Serie Pure Alloy gibt es Folgendes zu sagen, dass es also eine komplett neue Serie ist. Das Ziel von Anfang an war, eine neue Serie zu kreieren, die sehr viel Brillanz im Klang mitbringt, aber auch sehr viel Wärme auf der anderen Seite. Dadurch sind die Becken alle relativ dünn gehalten, sind auf der Unterseite abgedreht, stufig abgedreht, zum Rand hin immer dünner, somit ist die Ansprache sehr fein und auch etwas wärmer. Nicht so hart, weil das Becken einfach am Rand dünner ist. Wir haben ein überschaubares Programm am Anfang. Wir haben 14 und 15 Zoll Hi-Hat Medium, 16, 18, 20 Medium Crashes, 20 und 22 Zoll Medium Rides. Das Ganze wird natürlich ausgebaut. Bereits zum Festival am 1. Juli kommen Neuheiten dazu, also Zugänge dazu. Es ist eine gehämmerte Serie, liegt vom Preislichen im mittleren Bereich, also Crash 199 Euro, mittlerer Bereich. Hat eine sehr traditionelle Optik, ist oben geschliffen, man sieht die Hammerschläge sehr schön. Ist eine sehr ausgewogene Serie und wie gesagt, vom Preislichen her, denke ich, auch sehr interessant. Und die ist, soweit ich weiß, schon auf der NAMM vorgestellt worden, deswegen auch schon lieferbar, richtig? Richtig, wir haben schon sehr viel ausgeliefert. Wir sind weiterhin fleißig dabei, in der Produktion Nachschub zu generieren. Aber richtig, sie wurden auf der NAMM schon bereits vorgestellt und sind auch bereits im Markt schon verfügbar.